So, Freunde, was geht bei euch? Ja, das ist kein leichter Panzer mit dem absolut heftigsten Anti-Infanterie-Loadout, sondern das komplette Gegenteil, ein Anti-Air-Panzer, der jedes andere Fahrzeug mit einem Anti-Infanterie-Loadout komplett alt aussehen lässt. Ja, das hier ist der Valentine Flugabwehrpanzer und der ist natürlich in erster Linie dazu gedacht, um gegen Flugzeuge vorzugehen und das kann der eigentlich auch relativ gut. Man hat hier die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Kanonen, einmal die Standardkanone und dann einmal noch 3x20mm Geschütze. Welche man davon benutzt, spielt eigentlich keine große Rolle, denn so einen richtigen Stärkeunterschied gibt es hier nicht wirklich. Sie spielen sich ein bisschen anders, es ist so eine andere Feelingssache, man muss sich da mit beiden erstmal so ein bisschen einschießen, aber allein von der vom Schaden, den man austeilt und von den Flugzeugen, die man dann im Endeffekt down bekommt, nimmt sich das einfach nicht viel. Mit der Standardkanone hat man eine verhältnismäßig geringe Feuerrate, schießt so einzelne Schüsse ab und wenn die sitzen, machen die so auf Bomber und Stukas 10 Schaden pro Schuss. Man muss halt schon echt gut vorhalten. Das muss man bei der anderen Kanone aber auch, die hat nur eine viel höhere Feuerrate, aber überhitzt dafür auch sehr schnell. Also in einmal durchballern mit der Kanone wird man kein gegnerisches Flugzeug down bekommen. Da muss man am besten so ein bisschen reinbursten, dass man so stetig Schaden raushaut. Es ist hier auch sehr wichtig, dass das auch dann wirklich trifft, weil sonst steht man da und überhitzt. Und ja, also die Standardkanone finde ich hier so ein bisschen zuverlässiger. Aber am Ende kommt es halt darauf an, worauf man sich eingeschossen hat. Ob man jetzt die benutzt oder die, macht halt einfach keinen großen Unterschied. Je nachdem, welche Kanone man bei dem Ding benutzt, kann man auch weitere Upgrades mitnehmen. Wenn man beispielsweise hier die 3x20mm Kanone mit einpackt, dann kann man zusätzlich noch Rauchgranaten mitnehmen, die man mit dieser Kanone verschießt und das Teil hat halt eine absolut hohe Feuerrate und damit Rauch zu verschießen, ist irgendwie fühlt sich geil an. Das ist irgendwie absolut satisfying so. Es sieht nice aus, es fühlt sich gut an und es ist auch vor allem noch richtig hilfreich. Also dieses Upgrade ist echt nicht zu unterschätzen, denn erstmal kann man sie natürlich in die Luft schießen, dass sie in der Luft explodieren und in der Luft eine riesige Rauchwand erzeugen. Wenn beispielsweise ein Flugzeug gerade eine anfliegt und bomben möchte, dann kann man die Sicht komplett versperren und wegfahren. Aber auch auf dem Boden. Man kann den kompletten Boden einsmoken und sich somit halt auch schützen vor irgendwelchen, ja, Gegnern, die da rumlaufen oder Panzern. Also man kann alles damit zusmoken. Es ist eine defensive Mechanik, aber die funktioniert echt gut. Also hier wirklich nicht zu unterschätzen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Fallschirm-Leuchtsignale mitzunehmen. Und das ist halt so, wie auch bei der Signalpistole vom Sniper, ist der Bereich wirklich sehr, sehr klein, dass es sich halt einfach nicht lohnt an der Stelle. Wenn der irgendwann mal größer werden sollte, dann könnte sich das hier echt lohnen. Man hat zwar nur 10 dabei, aber wenn man die wirklich überall hinzimmert, dann kann man auch gefühlt die halbe Karte damit aufdecken. Also wenn der Bereich irgendwann größer werden sollte, dann könnte sich das lohnen. Jetzt zu dem Upgrade, was ihr am Anfang vom Video gesehen habt und wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit drauf wartet. Das ist die Gehäusemunition. Die kann man nur mitnehmen, wenn man die Standardkanone fährt. Ja, die Gehäusemunition, eine größere Menge kleiner Stahlkugeln, die wie von einer riesigen Schrotflinte aus dem Hauptgeschütz abgefeuert wird. Effektiv gegen Infanterie und leichte Panzer. An der Stelle gegen leichte Panzer ist das nicht effektiv. Darauf macht man damit keinen Schaden, aber gegen Infanterie, puh, Leute, das ist nicht mehr von dieser Welt. Also es ist ja nicht nur an der Stelle so, dass es im Nahkampf 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter, 40 Meter, 50 Meter, 60 Meter, 70 Meter, 80 Meter, 90 Meter one-hitted, sondern auch 100 Meter und darüber hinaus ist one-hitted. Auf über 100 Meter, auf solchen Distanzen haut man damit, wenn man damit trifft, one-hits raus. Und es ist jetzt nicht so, dass das wie so eine typische Schrotflinte ist, wie so ein typisches Geschoss ist. So, man schießt, lädt nach, man schießt, lädt nach. Nee, da das mit der Hauptkanone verschossen wird, schießt man das auch in dem Rhythmus der Hauptkanone und das ist bam, 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 bam. Man kann damit das Ding am laufenden Band rausballern und wenn man auf irgendwie, keine Ahnung, 200 Meter mal einen anschießt und es nicht so gut trifft und es einen Hitmarker gibt, sind das 50 Schaden und dann schießt man einfach noch einen zweiten Schuss hinterher und ja, der Gegner ist down. Also diese Gehäusemunition ist so krank stark und an der Stelle gebalanced ist das hier definitiv nicht. Es ist wirklich sau OP. Also da kann keiner was sagen. Also wenn man das beste Setup hier bei dem Valentine spielen möchte, dann geht das definitiv über die Standardkanone bis zur Gehäusemunition. Ob man jetzt oben links oder oben rechts anfängt, spielt hier eigentlich keine große Rolle. Ich würde oben rechts anfangen wegen dem Rauchwerfer, das ist schon echt hilfreich, aber ich würde hier an der Stelle auf jeden Fall über die Mitte gehen, weil ein schnelleres Drehen des Geschützes ist super hilfreich, vor allem auch im Kampf gegen Flugzeuge, da muss man sehr häufig sich mitdrehen und dann reinkurbeln und eine schnellere Drehung ist da halt einfach super hilfreich. Dann hier über die Panzerschürzen, runter zur Gehäusemunition und ab geht's.
fehlt der Spaß. Ja, der Valentine-Panzer ist wirklich so das beste Fahrzeug gegen Infanterie. Anders kann man es jetzt einfach nicht sagen. Und das liegt auch nicht nur an der Gehäusemunition. Selbst mit der Standardkanone ist man wirklich echt gut damit unterwegs. So, wenn man so einen Infanteristen trifft, sind es so 2 bis 3 Schüsse, dann geht er down. Der Vorteil hier, man hat halt auch noch zusätzlich Splash-Damage. Das heißt, man muss den Gegner auch nicht genau treffen. Und wenn jemand irgendwie hinter Deckung sitzt, dann kann man ihn trotzdem wegholen, indem man daneben schießt. Also die Standardkanone reicht eigentlich schon bei weitem aus, um wirklich erfolgreich gegen Infanterie unterwegs zu sein. Dass man jetzt hier zusätzlich noch die Gehäusemunition hat, ist halt, ja, es sprengt das Ganze so ein klein bisschen. Man hat zwar von dieser Gehäusemunition nur 40 Schuss dabei, aber das ist gar nicht so wenig, wie es klingt. Also das ist wirklich schon ordentlich und da überall diese Aufmunitionierstationen rumstehen. Also ich bin jetzt noch nie wirklich in die Gelegenheit gekommen von wegen, oh, ich habe jetzt ein ernsthaftes Munitionsproblem, weil wenn die Gehäusemunition auch irgendwann mal leer sein sollte, schießt man halt mit der Standardkanone, die ist auch super stark gegen Infanterie. Eine der stärksten Fahrzeugkanonen gegen Infanterie und dementsprechend, man ist hier wirklich nicht aufgeschmissen, wenn mal das ein oder andere leer ist und man gerade nichts zum Aufmunitionieren hat, was aber auch in den seltensten Fällen vorkommt, weil diese Munitionsstationen sind eigentlich ziemlich großzügig verteilt und man ist eigentlich immer in der Nähe von einer. Dementsprechend, Munitionsprobleme hat man hier definitiv nicht. Ja, der Anti-Air-Panzer ist stärker gegen Infanterie als jedes andere Flugzeug, als jeder andere Panzer, aber auch gegen andere Bodenfahrzeuge schlägt das Ding sich echt nicht schlecht. Leichte Panzer beispielsweise kassieren richtig übel Schaden von dem Valentine hier, also man macht wirklich heftig Schaden auf die, dass man die locker flockig weghauen kann, wenn man sich nicht allzu blöd anstellt. Bei mittleren und schweren Panzern wird es dann im Nahkampf schon ein bisschen holpriger, da wird man höchstwahrscheinlich nicht gewinnen, aber der große Vorteil liegt hier in der Distanz, denn egal welcher Panzer da der Gegner ist, ob es ein Tiger ist, ob es irgendein anderer ist, gegen den Valentine sieht keiner davon auch nur ansatzweise irgendwie eine Chance, denn diese Anti-Air-Panzer haben den großen Vorteil, dass es Laser sind, die müssen nicht hochhalten. Auf wirklich großen Distanzen ist es so, dass bis der gegnerische Panzer erstmal irgendwie ansatzweise rausgefunden hat, wie hoch er halten muss, um mich ungefähr zu treffen, da habe ich schon locker 50, 70 Schaden rausgehauen. Und wenn er denn irgendwie mal so weit sein sollte, dass er einen Schuss trifft, dann kann man auch einfach den Schüssen ausweichen, immer nach links und rechts oder nach vorne und hinten fährt. Also diese stetige Laserpräzision mit diesen Explosionen, die auf dem gegnerischen Panzer einschlagen, kein anderes Bodenfahrzeug kann gegen einen Anti-Air-Panzer auf Distanz gewinnen, egal was das für ein Panzer ist. Ja, auch der Tigerpanzer verliert gegen einen Valentine-Panzer. Das ist wieder so eine Sache, die vielen jetzt nicht schmecken wird und so weiter. Aber Leute, es ist ein Spiel und es ist nun mal so, das sind Laser, man muss nicht hochhalten. Das explodiert im Gesicht von dem, der weiß nicht, wie hoch er halten muss. So sieht es an der Stelle ungefähr aus, wenn man in einem Panzer sitzt, der von einem Anti-Air-Panzer zerlasert wird und man irgendwie versucht, die Höhe rauszufinden. Es ist echt an der Stelle nicht einfach und das hier ist gar nicht mal so eine weite Distanz. Also das geht halt über die komplette Map, diese Lasersache. Ja, der Valentine-Panzer ist das stärkste Fahrzeug im ganzen Spiel gegen Infanterie. Erstmal die Hauptkanone ist schon wirklich sehr, sehr stark und dann diese Schrotkanone, das ist halt einfach, oder diese Schrotmunition, das ist halt einfach nicht mehr normal. Das ist nicht von dieser Welt. Diese One-Hits, die gehen einfach schon ein paar hundert Meter zu weit, sagen wir es einfach mal so. Leute, was haltet ihr von dem Teil? Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn ihr keine weiteren Battlefield-Videos verpassen möchtet, dann lasst gerne ein Abo da. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dem Video auch noch einen dicken Daumen nach oben, ein Like dalassen und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Und tschüss.